So, wir haben ja in der letzten Folge mit dem Spiel begonnen und haben, sag mal, müssen wir das hier nehmen und haben ja unsere Basis jetzt ein bisschen errichtet. Unser Hauptding war ja die Erschaffung der Hangarräume, dass wir auf jeden Fall schon mal 50 Fahrzeuge im Hangar abstellen können. Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen, wir sind ja hier hingeflogen, ja. Jetzt gehen wir schnell zur Basis. So, hier bekommen wir ja unsere Rohstoffe. Jetzt gehen wir mal schnell ganz kurz hier rein. Okay. Da fehlt uns leider was. Und da haben wir nur Hangar. Das müsste dann der Aufzug sein. So. Wir werden, aber warte mal, wir dürfen hier drüben sogar noch weiterbauen. Machen wir das mal. Und da wir eh noch genug Geld haben, bauen wir hier mal einen Fahrzeug. Fahrstuhl. So, was haben wir denn hier überhaupt? Der Produktionsrohstoff wird im Lager aufbewahrt. Klicken Sie, um ins Lager zu gehen. Achso, vielleicht die Kapazität vom Lager. Ich weiß es nicht. Ah, schaut mal hier in die Räume. Hier unten kosten schon viel mehr. Schauen wir erstmal, was wir hier noch bauen könnten. Ne? Produziert Militärfahrzeuge können wir nicht. Da haben wir ja schon eins und uns fehlen die Ressourcen dazu. Das wäre natürlich. Gut, wir sind ja jetzt, warte mal, das sind wir in dem. Können wir hier gar nichts mitnehmen? Oder wir müssen wirklich dahin fliegen, wo, der Kampf startet. Halt nicht zur Karte. Da wollen wir hin. Also ich glaube, wir können immer nur dorthin fliegen, wo, ein Kampf ist. Ja. Wichtige Mission. Zerstören Sie die feindliche Militärbasis, verteidigen Sie unsere Militärbasis. Diese Region ist nicht stark bewacht und wir haben selbst mit unseren jetzigen Einheiten eine gute Chance, sie zu erobern. Skorpionpanzer, das ist ja, glaube ich, der schwierigste. Grappenpanzer, Kampfdrohne. Jetzt natürlich die Frage, müssen wir jetzt unsere Einheiten hier noch auswählen? Oder nehmen wir alle mit in die Schlacht, die wir auch im Hangar stationiert haben? 14, 1, ja, es werden alle Einheiten mitgenommen. Jetzt brauchen wir mal schnell einen ganz kurzen Überblick. Okay, die Karte ist ja noch nicht allzu groß hier. Ich glaube. Achso, wir haben keine Action Points mehr. Warte mal, kann ich den jetzt wieder rausnehmen? Ich glaube, wir können den gar nicht mehr rausnehmen. So, wir sind bereit. Wir müssen die feindliche Basis vernichten. Machen Sie sich auf Widerstand gefasst. Ich habe herausgefunden, dass Sie etwas Wertvolles in einem der örtlichen Lagerbunker haben. Ein erobertes Militärlager gibt einen zusätzlichen AP in jeder Runde und erlaubt es in der Nähe, also Einheiten einzusetzen. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir irgendwie. Okay, wir werden jetzt das hier unten einnehmen. Ihre Basis und ihr Militärlager produzieren Action Points. Je mehr Militärlager sie erobern, desto mehr Action Points erhalten sie. So, wir haben jetzt drei. Wir könnten die Jagdmine zerstören, werden aber bestimmt ihn verlieren. Machen wir das jetzt mal so. Ach so, der kann hier drüber fliegen. Jetzt kann ich nicht mehr hier reinfahren.
Der hat 8 Gesundheit. 1, 2, 3. Ja, wir bräuchten natürlich alle Einheiten, ne? Um den zu zerstören. Ich habe die Ausrüstungsliste in deren Datenbank gefunden. Sie wollen eine Werkstatt bauen, eine Einrichtung, um Einheiten mit verschiedenen vorgefertigten Modulen zu verbessern. Kann ich jetzt aber noch Einheiten aufstellen? Ja, können wir. Was nehmen wir jetzt hier? Fehlen diese Action Points. Okay, ihr seht schon. Ah ja, okay. Jetzt werden wir erstmal den zerstören. Den hier werden wir einnehmen. Und zerstören den hier. So, wir haben jetzt von unseren Angriffsfahrzeugen 2 Stück verloren. Aber das sind ja eh die billigsten Einheiten, von daher geht es ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal den hier weg. So. Werden wir jetzt noch mehr Einheiten hinzuholen? Ich denke. Ach so, stationärer Geschützturm. Ja, wir nehmen unseren Panzer hinzu. Dringende Neuigkeiten, mein Fürst. Wir haben den Absturzort der Yacht des Kanzlers entdeckt. Sie werden alle Details nach der Schlacht erhalten. Wir müssen... Okay, der bringt hier neue Einheiten hinzu. Der müsste doch jetzt eigentlich gar keine Einheiten hier mehr produzieren können. Also an seiner Basis ja, aber hier an diesen Außenbezirken nicht mehr. Ja, er bringt keine... Ah doch, er bringt noch Einheiten, ne? Jetzt warte mal, der hat 8 Gesundheit, 2... 4 können wir hier oben reinziehen. So. Da haben wir die Basis zerstört, dann können wir den lassen. 10 Steine ist natürlich nicht viel. Aber wir haben einen Panzer und eine Artillerie hinzubekommen. Extra Panzerung. Nanobots. Ah! Und Pläne. Und vor allem für unsere Artillerie. Bin ich mal gespannt, was die kostet. Gute Neuigkeit, mein Fürst. Das Schiff des Kanzlers ist im nördlichen Teil des Planeten abgestürzt. Aber er lebt noch. Wir konnten es sogar einen Kommunikationskanal mit ihm öffnen. Grüße, Fürst Lonewolf. Ihre Ingenieurin, Teacher hat mir von ihren Siegen erzählt. Das gibt mir Hoffnung. Leider sind meine Crew und ich nach der Notlandung im Schiff eingesperrt. Alleine kommen wir hier nicht raus. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns aus dem Schiff holen könnten. Und beeilen Sie sich. Wenn der Baron vor Ihnen ankommt, sind wir ein einfaches Ziel. Also wir haben jetzt 4 Tage, 23 Stunden, dass wir hier hinkommen müssen. Ich stelle ein Ingenieursteam und die Ausrüstung zusammen. Ich muss Sie warnen, der Baron wird sofort vom Beginn unserer Rettungsanstrengungen erfahren. Mein Fürst, ich bitte Sie, nicht dorthin zu eilen, bevor Sie genügend Einheiten besitzen. Wir brauchen Sie... um die Angriffe des Barons abzuwehren, während Titscher den Kanzler rausholt.
Was brauchen wir da? Jetzt, warte mal, jetzt gehen wir aber erstmal zur Basis. Nicht genügend Einheiten, ne? Jetzt, warte mal, hier haben wir die Werkstatt. Verbessert Einheiten mit Modulen. Das werden wir natürlich mal nehmen. Ich überhaupt kein Geld dafür. Also wir könnten jetzt gerade mal nur 3 Angriffsfahrzeuge holen. Achso, hier auf die Werkstatt. Genau, hier haben wir diese Nanobots, erstellte Waffe. Lebenspunkte. Warte mal, er hat 3 Lebenspunkte. 9, okay, das wäre schon mal gut. 12, 4, 3. Reichweite ist 4. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt diese Extra-Panzerung gebe, ob das für alle Angriffsfahrzeuge ist oder nur für eins. Ich denke, das ist für alle. Regeneration. Halt. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Waffe hier. Na doch, das müssen wir jetzt mal so lassen. Und ihm geben wir die Regeneration noch hinzu. So. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal mit unseren Fahrzeugen so. Wir probieren das jetzt mal. Fliegen jetzt mal hier hin und versuchen, den Baron zu befreien. So, verteidigen Sie den Absturzort 10 Runden lang gegen die feindlichen Kräfte. Wir kennen den Absturzort des Kanzlers. Unsere Chancen, diesen Planeten zu erobern, wird davon abhängen, was wir hier finden. Halt, Kanzler, der Baron ist ja der Bösewicht. Also 10 Runden verteidigen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir so wenig Einheiten wie möglich hier verlieren. Warte mal, wir müssen ja auch diese Dinger hier einnehmen. Wir müssen so schnell... Oh, warte mal, das sind ja sau viele. Also dann hier... Okay, wir müssen erstmal mit den kleinen Einheiten hier starten. Wir beginnen mit unseren Rettungsanstrengungen, aber es sieht schlimmer aus. Wir werden mehr Zeit benötigen. Wir sind dran. Ah, wir kommen nicht rein. Nein, wir kommen nicht rein. Also da müssten wir ja... die Einheit hier zerstören. Halt, warte mal, rückgängig. Was haben wir hier oben? Ja, ist natürlich blöd. Wir kommen hier nicht hin zum Angriff. Jetzt ist die Geschichte vollständig und ich dachte schon, dass sie auf den Köder nicht reagieren würden. Und sie nennen sich Fürst, ihr werdet alle hier sterben. Ah ja, jetzt können wir den zerstören. Wir müssen halt hier irgendwie seine Einheiten hier wegkriegen. Mal so.
Ist ja egal, er kann auf jeden Fall hier schon mal keine Einheiten mehr produzieren. Wir werden ihn jetzt auf jeden Fall hinzuholen. Ach, shit. Keine Action Points mehr. Jetzt darf ich den nicht angreifen. Nein. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. So, jetzt habe ich hier überhaupt keine Einheit mehr. Jetzt warte mal, dann stellen wir den hier auf. So, und der hat 10. Warte mal. Warte mal, Geschützturm. Der hatte aber, glaube ich, gar nicht so viel Angriff. Nimmst du lieber die Punkte hier ein. Wir haben es halbwegs durch das Wrack geschafft. Beschützen Sie uns weiter. Ja, das wäre mal... Oleg, 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 Oleg. Schaut mal an, wie viele Einheiten hier kommen. Ah, ich glaube, er kann das nur Unterstützungshelikopter. Der macht nur die Reparatur. Okay. Schauen wir mal, dass wir diese Roboter hier wegbekommen. Da hinten hat er ja nicht so viele Einheiten. Ne? Das sind auch nur Unterstützungsroboter. Ich weiß auch nicht, ob er diese... wo kommen da die jetzt her? Sag mal, wo kommen denn die jetzt her? Oh, kritischer Treffer. Ja, die können auch diese Basen einnehmen. Das ist ja blöd. Werden wir aber trotzdem jetzt mal unsere Panzer hier aufstellen. Alter, jetzt glaube ich, haben wir sehr viele Einheiten verloren. So, warte mal, da haben wir die Artillerie. 3, 6. Ja, das werden wir nicht hinkriegen. Machen wir das mal so. Schauen wir, dass wir den Panzer weghauen. Ja, keine Action Points mehr. Ja, also Einheiten brauchen wir hier wirklich verdammt viele. Aber jetzt haben wir erstmal diesen Panzer hier weg. So.
erobert. Jetzt haben wir schon wieder so einen blöden Panzer hier. Gott sei Dank wenigstens dieser Panzer weg. Warte mal, da könnte man den weghauen. Ja, da wird er natürlich jetzt hier... Ja, da haben wir nichts mehr. Okay, da haben wir leider schon angegriffen. Den haben wir auch benutzt. Aber wir sind schon mal in Runde 9. Wir haben den Kanzler erreicht, wir können jetzt gehen. Sehr gut. Oh, schaut euch das an. Schön, schön, schön. Wir haben hier wieder ein paar Fahrzeuge hinzubekommen. Das Taktikzentrum haben wir bekommen, Hangar und die Gießerei. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin für die zeitnahe und erfolgreiche Rettung dankbar. Ich werde Ihnen mit Freuden alle Passwörter für die Infrastruktur des Planeten geben. Leider bin ich mir nicht sicher, ob Sie noch aktiv sind. Toll, jetzt habe ich Zugang zu den militärischen Datenbanken und Einheitenblaupausen. Wir können damit beginnen, unsere Einheiten zu verbessern. Die meisten Infrastrukturpasswörter funktionieren nicht, außer einem für die Mine auf dem Vels-Plateau. Sie sollten eine Gießerei bauen. Leider reicht eine Mine nicht aus, um eine gute Armee auszuheben. Ich schlage vor, eine weitere Bergbauregion anzugreifen, das Zelazny-Erzlager. So werden wir die Versorgungslinien für die Fabriken des Barons unterbrechen. Es scheint, dass sie den Baron sehr wütend gemacht haben. Er verlegt seine Truppen auf die P-Dick-Ebene. Leider ist das nur der Beginn unserer Probleme. Ich habe Beweise, dass ein Geosatellit die Umlaufbahn geschossen wurde, um unser Hauptquartier zu finden. Es wird lange dauern, aber irgendwann werden sie uns finden. Dann wird Baron Barrow nichts davon abhalten, uns aus dem Weltraum zu bombardieren. Okay, also wir haben auf jeden Fall verbleibende Scanzeit 17 Tage. Können wir hier hinfliegen? Spionagesatellit. Also ich denke mal, dass wir den ausschalten müssen. Gehen wir mal schnell zur Basis. Taktikzentrum, das können wir aufwerten. Boah, das kostet aber auch so viel. Warte mal, Metall, Uran. Da haben wir ja über 1000. Mal schnell in die Werkstatt hier rein. Also wir hatten ja wie viel? 14? Jetzt haben wir nur noch 4. Kritische Chance. Achso, ja. Können wir noch nicht, weil das hier noch nicht offen ist. Was ist denn das hier? Eine Zieldrohne. Da haben wir eine davon. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen diese kritische Chance hier rein. Lebenspunkte plus 3. Ja, das ziehen wir hier. So haben die schon mal mehr Panzerung. Können auf jeden Fall einiges ab einstecken. Artillerie geben wir die Lebenspunkte. Bewegungspunkte plus 1. Das werden wir jetzt erstmal hier weglassen. So, in... Warte mal, Hangar. Hier sehen wir unsere Fahrzeuge. Wir haben 5 Panzer, einmal Ehen. Ach, dreimal die Artillerie haben wir bekommen. Also werden wir auf jeden Fall Angriffsfahrzeuge bauen. Und dann hätten wir noch 2 Stück. Die werden wir auf jeden Fall für den Anfang brauchen, finde ich. So, unser Hangar ist voll. Das passt. Sollen wir hier schnell beschleunigen, weil wir brauchen ja auch die Gießerei. Ach, produziert Metall.
Sehr gut. Ach, in 6 Stunden bekommen wir 12 Stück. Warte mal, wir können unseren Hangar aufwerten. Plus 10 Fahrzeuge, 220. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt mal bei einem Hangar zumindest. Jetzt haben wir 12 Stunden. Ich glaube, da stand doch gerade 6 Stunden nur. Ja, ist egal. Also das können wir ja so lassen. Ne? Wie gesagt, wir müssen ja jetzt erstmal hier den Hangar ausbauen. Dann haben wir 10 Fahrzeuge mehr. Nur ich denke, ich werde jetzt erstmal keine Ressourcen mehr ausgeben für meine Angriffsfahrzeuge. Also wir haben ja momentan, wenn wir mal hier reinschauen, 10 Angriffsfahrzeuge, vorhin hatten wir 14. Ich denke mal, da müssten wir hinkommen. Am Anfang werden sowieso erstmal die eingesetzt und dann werden die kommen. Aber wir müssen uns erstmal die Karte dazu anschauen, würde ich sagen. Okay, Leute, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir uns, ich denke mal, an diesen Spionagesatellit machen. Bin ich mal gespannt, was uns da bevorsteht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if